So, hallo, kleine Runde Fortnite, vielleicht. Ja, ich habe gerade gesehen, hier gibt es Sachen einfach gratis abzuholen. Gratis Sachen nimmt man sich mit. Irgendwo im Shop sollten die zu finden sein. Wir gucken, ob wir die finden. Und da gehen wir mal als erstes hin. Aber was ist das für ein Lied? Was läuft? What the heck? Ah, das ist wild. Kann ich hier irgendwie sortieren nach Preis? Hier ist okay, die sind einfach alle am Start. Okay. Also muss ich kaufen klicken, ja? I see. Muss ich das jetzt alles einzeln? Ah, ich kann das so durchklicken, okay. Muss nur aufpassen, dass ich nicht plötzlich was kaufe, was V-Bucks kostet. Die will ich ja behalten. Aber ich glaube, wenn es was kostet, dann kann man das auch nicht sofort, dann ist man, wird man da. Wird man nochmal. Es gibt nochmal so eine Sicherheitsstufe. Ich glaube, wir haben alle. Im Besitz, im Besitz, im Besitz. Okay, sehr schön. Oh. Da geht's weiter. Ey, wie viel die da reingemacht haben, ne? Wahrscheinlich alles wegen Pride. Also merkt man ja auch am Regenbogen. Okay. Haben wir noch mehr? Nee, reicht auch, ne? Ich werde nie verstehen, wieso man wegen dafür Geld. Also, wenn man es für die V-Bucks, die man sich erspielt hat, ausgibt, okay. Kein Ding. Aber um sich nur so Sachen zu kaufen, wenn da irgendwelche Missionen dazugehören oder so, dann ist es wieder was anderes. So hier zum Beispiel, da hast du so ein Auftragspaket. Na, da kriegst du Aufträge, um das hier freizuschalten. So, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man nur das Outfit kauft. Aber naja. Nur meine bescheidene Meinung. So. Kreativmodus haben wir alles gemacht. Die Late Game Arena, aber ich glaube, die kann man nur. Die ist nur zu ja, ist nur Trio. Das bin ich jetzt nicht so Fan von. Null bauen, da wollen wir rein. Muss kurz niesen. Entschuldigung. Es ist, man merkt es, aber man kann nicht mehr rechtzeitig irgendwas tun. Okay. Es sollten neue wöchentliche Aufträge da sein, wenn ich nicht völlig falsch liege. Oh, und das haben wir auch noch nicht gemacht hier. Schatten von Phantasma. Stimmt, scheiße. Muss ich aufpassen. Okay. Oje, oje. Wöchentlich. Es fehlt noch der Schrottriss. Das kann ich aber mit dem Wolf machen, nach wie vor. Ich muss es nur mal hinkriegen. Und der Sägeblattwerfer. Gut, das ist aber machbar. Haben wir gesehen. Kriegt man hin. Und jetzt haben wir neue Aufträge. Lesen wir es kurz durch. Und schauen, ob es sinnvoll klingt. Fordere einen Charakter zu einem Duell heraus und gewinnt. Okay, ja. Kriegen wir hin. Moment, Charakter? Ach so, das geht. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht, sind gar nicht die Tafeln, das ist was anderes, okay? Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Sprinten Gegnern Schaden mit Maschinenpistole. Okay, Gegner. Nach dem Sprinten. Maschi. Hier hat sich was getan. Hier hat sich was getan. Neuer Map-Bereich. Nehme an, das Haus von Mutant Roshi ist auch wieder weg. Ja, scheinbar noch da, so ein bisschen zumindest. Hat sich sonst noch wo was getan? Nee, ne? Aber da oben. Da hat sich was getan. Okay, alles klar.
Ja, weil das Boot ist jetzt ja hier drüben gelandet. Es war ja vorher hier vor Ort und hier war ja diese Baustelle immer und jetzt scheint da so ein bisschen ein Ort zu entstehen. Okay. I see. Rutsche ununterbrochen 50 Meter weit. Oh, das klingt interessant. Irgendeinen großen Berg suchen und dann runterrutschen. 5 Sekunden lang ein Emote im riesigen Kopf der Kuschelbeauftragten. Ja, okay, also einfach da in den Kopf rein und dann da das machen. Tanke ein Fahrzeug bei verschiedenen Tankstellen im Verlauf eines Matches. Okay. Gut, also am schlauesten dann. Am schlauesten. Wo wäre zum Starten dann am schnellsten? Ist eigentlich egal. Man muss das halt abfahren. So. Ach so, das muss gar nicht da sein. Ich bin dumm. Okay, also beliebige Tankstelle, ganz beliebige Tankstelle, einfach dreimal tanken. Okay. Schrottriss, was? Verwende einen Schrottriss bei der Schrottschlucht oder beim Abgestürzten. Okay, einfach einen verwenden. Gut. Können wir machen. Und eine Boogiebombe hier werfen. Okay, also das sind alles Aufträge, die klingen jetzt machbar. Muss ich sagen, die klingen machbar. Zwar so, dass sie dauern, bis man sie zusammen hat, aber sie klingen machbar. Okay, gehen wir rein. Und schauen mal, was wir alles mitnehmen können. Ich muss halt immer mal wieder nachgucken. So, jetzt pausiere ich erst und dann sehen wir uns gleich, wenn es losgeht. So, hier ist auch alles bunter geworden, wie man sieht. Also die. Ja, es ist all. Ja, okay, alles klar. Es ist alles bunter geworden. Man spürt auch hier die White-Geschichte. Wir gehen gleich mal in den Kopf rein. Machen da gleich mal unser Emote. Wir gehen direkt in den Kopf. Perfekt. Okay, falls jemand kommt. Ach, komm schon, dein Ernst? Oh. Kein Kommentar. Wir sehen uns gleich wieder. So, neuer Versuch. Ich will nur in diesem dummen Kopf landen und kurzen Emote machen. Mehr will ich doch gar nicht. Darf ich das jetzt tun? Das könnte ein bisschen schwierig werden, bis darüber zu kommen. Na, sieht nicht so gut aus. Ah, wobei, wenn ich rüber gleite, wird es vielleicht was. Ich könnte in dem Mund landen. Ja. Okay, haben wir diesmal hier auch kurz unsere Ruhe? Und können schnell ein Emote machen? Dankeschön. So. Damit haben wir das doch schon mal erledigt. Dann schnell mal hier Schild. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, ich könnte hier vielleicht sogar mit ein bisschen Glück gleich die Rutschgeschichte beenden, weil das ist ja doch ein recht hoher Berg, auf dem wir sind. Dann, by the way, zweimal diese hier, die kann weg. Aber nee, ich kann hier nicht so viel rutschen. Doch, ich könnte da rutschen. Doch, das könnte klappen. Wir schauen mal. 50 Meter, let's go. Let's go. Das sind doch wohl 50 Meter, das hört ja nicht mehr auf. Jawohl. Sehr schön.
Prima. Okay. Jetzt würde mich interessieren, was ich noch so alles machen kann. Also wir haben... Oh, wir haben Schaltgedämpftes. Damit muss ich Missionen machen. Und zwar welche? Ich glaube, hier oben war irgendwas. Schallgedämpfte und ein Maschinenpistole und ein schallgedämpftes Sturm. Okay, beides. Schaden oder. Okay. Also mit dem auf jeden Fall kämpfen. Das ist schon mal gut. Mit Maschinenpistolen Schaden nach dem Sprinten. Ja, Maschinenpistolen, ne? Ups. Ne, das ist ein Sturmgewehr. Das ist die Maschinenpistole. Okay. Also wir haben zwei Sachen, mit denen wir Missionen machen könnten. Oh, Schildblase sollte ich auch nutzen, ne? Ich weiß aber nicht mehr genau, was macht die? Nutze in 4 verschiedenen Matches eine Schildblase. Okay, aber was macht die? Was tut die? Ich habe halt keine Ahnung, was die macht, ne? Hätte ich mal lesen sollen. Ist jetzt aber egal. Sheesh. Wahrscheinlich würde die Schild aufladen, wenn ich hätte. Ach lol, was ist denn hier passiert? In dem ganzen Bereich würde man vielleicht geheilt oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war ja interessant. Okay. Also die macht irgendwas mit dem ganzen ja, ne? Nein, ich habe mich verklickt. Oh, wir haben keinen Q-Mo an, merke ich gerade. Wartet mal, ich kümmere mich gleich mal darum, dass wir gleich Q-Mo an haben. Wird schon mich jetzt keiner abschießen in dem Moment. So, Q-Mo läuft. Okay. Das ist also die Geschichte hier. Nutze in 4 verschiedenen Matches eine Schildblase. Okay. So, hier drüben zieht sich gleich alles zusammen. Das ist in Ordnung. Was könnte ich jetzt auf die Schnelle noch machen? Ist so meine Frage und Überlegung. Also klar, Schaden mit dem Ding, das habe ich verstanden. Damit Schaden machen. Gibt es noch irgendwas, was ich außerhalb machen kann? Ach ja, ein Charakter herausfordern. Okay, da wäre einer hier oder hier. Ich setze mal hier ein Dings. Vielleicht kommen wir bis dahin. Dreimal tanken. Wenn ich jetzt hier... Stimmt, hier ist ein Fahrt. Das könnten wir eigentlich auch machen. Schrottriss haben wir eh nicht. Boogie-Bombe haben wir eh auch gerade nicht. Okay. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu bekommen. Ah, da oben ist auch noch die Kiste, ne? Vielleicht haben wir noch Glück. Und das ist definitiv... Wir haben Glück. Oh mein Gott, da ist ein Schrottriss dabei. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Und da ist eine Säge dabei. Alles, was ich brauche. Und die Munition natürlich auch noch. Okay, boah. Warte mal, dann machen wir das so. Okay. Dann machen wir das mal so. Munition ist wichtig. Gut, da unten ist meistens irgendwo ein Fahrzeug immer gewesen. Ich glaube, da um die Ecke, ne? Richtig, da um die Ecke war mal so ein Fahrzeug. Genau. Okay. Dann werde ich mir jetzt nämlich mal... Okay, es ist auch voll. Das ist sehr gut. Dann machen wir gleich mal die Tankstellengeschichten. So. Die erste Tankstelle wäre da drüben. Ich hoffe nur, da fahre ich jetzt nicht irgendjemandem in die Arme. Das wäre nervig. Aber kann natürlich passieren. Es sind noch viele Spieler übrig, ne? Die können überall sein. Aber dann wäre das halt so. Nein! Wie tanke ich? Okay, das war tanken.
Nummer 1. Das war Tank Nummer 1. Tank Nummer 2 ist gleich da unten. Ah ja, ich weiß, wo das ist. Boah, bei den teuren Spritpreisen auch noch mit dem Tanken spielen. Gefährlich. Hier war einer oder ist einer. Okay. Das war Tanken 2. Dann hier noch. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Da ist die Tankstelle. Wenn ich jetzt Pech habe, ist da jemand. Wenn ich Glück habe, sind wir ungestört. Ich muss ja nur kurz tanken. Mehr muss ich nicht. Nice. Okay. Dann ist der Quatsch auch weg. So, wo waren die Duellleute? Genau, ist nämlich gleich hier einer. Wie muss ich das jetzt verstehen? Bist du mein Duellpartner? Kann ich dich zu einem Duell herausfordern? Wenn ja, wie? Duell herausfordern! Los geht's! Zählt sie jetzt als Gegner für die Säge auch? Oder für die Mission hier? Nö, aber es hat immerhin das gezählt. Okay. Bessere Maschinenpistole, da sehe ich mich. Sehr schön. Doch, es hat gezählt als Schaden mit dem... Okay, nice. Das hat gezählt als Schaden mit dem Dings zu machen. Finde ich gut. Okay, und wir haben wieder was gelernt. Nämlich, wie man Charaktere zu einem Duell herausfordert. Zumindest die, bei denen es geht. Okay. Hier ist einer jetzt. Wir holen uns gleich mal. Komm, wir machen gleich mal... Wieso habe ich den nicht mehr... Bin ich dumm? Ich war direkt vor ihm und habe den nicht getroffen. Ah, come on. Na gut. Aber wir haben schöne Sachen gemacht. Das passt. Gleich weiter. So. Dann haben wir jetzt eigentlich freie Bahn, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt da runter, wo die neue Map ist. Ja, was heißt neue Map? Aber der neue Bereich. Das ist nämlich gleich hier. Dann haben wir das auch gleich wieder aufgedeckt. Und ich glaube, jetzt gibt es keine ortsspezifischen Missionen mehr, ne? Ich wüsste nicht, in welcher Form. Ich wüsste wirklich nicht, in welcher Form. So. Ja, hier landen jetzt viele, das ist immer das Problem. Aber macht gar nichts. So, Logjam Junction ist das jetzt geworden. Okay. Ich bin gleich tot. Hä, was mach ich? Oh, ich hab... Ich hab mit diesem... Ich hab mit dem Flammendings... Das war, nicht, was ich wollte. Lul. Mit dem Flammenteil wollte ich nicht kämpfen. Schallgedämpftes Sturmgewehr. Let's go. Genau, was wir brauchen. Aber wirklich... Brauchen wir noch eine Maschinenpistole?
Schallgedämpfte und dann ist alles cool. Bist du denn? Okay, du bist nichts. Schade. Oh, erstmal heilen. Noms. Noms. Dann Schild. Sehr gut, Munition. Wo sind meine Wummel? Wo sind meine Schallgedämpfte des Dings hin? Hoppala. So, jetzt sieht die Sache schon besser aus. Wo? Ich will mein schallgedämpftes Dings einsetzen. Wir hatten da geschossen gerade wieder, frech. Wir hatten da ganz frech gerade geschossen. Irgendwas in der Richtung. ...453. Es fehlen noch ein bisschen. So 40 Stück oder so. Was macht er oder sie da? Ich bin so schlecht. 30. Okay, easy. Egal, wir haben... Wir haben die... Das ist in Ordnung. Ich habe dieses... Ich habe die Mission. Passt. Ach nee! Phase 2 von 5. Oh, das ist phasenweise. Okay, das... Okay, passt nicht. Ich muss weiterhin mit schallgedämpftem Zeug kämpfen. Alles klar. Alles klar. Machen wir. So. Da muss ich nochmal kurz reinschauen. Dann sind diese Sachen... Sind das alles Phasen? Nein, nur das mit dem Schaden ist Phase. Okay, nur das mit dem Schaden. Ach, bleibe 10 Sekunden mit einer einzigen Schattenbombe von Schattenbombe. Okay, das muss ich noch machen. Aber alles andere sind keine Phasen. Okay, 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 okay. Also ich brauche ein schallgedämpftes Sturmgewehr und eben das, was wir gerade hatten. So, aber jetzt kann ich mir wieder komplett frei raussuchen, wo ich landen will. Das heißt, wir nehmen einfach irgendwas, was weit weg ist. Sodass wir hoffentlich ein bisschen Ruhe erstmal haben. Also wir müssen noch Schaden mit Sägen. Ja, der Levelaufstieg ist so irrelevant mittlerweile. Wir müssen noch Schaden mit Sägen machen. Wir müssen noch... Ah, so Zeug halt, ne? Ich glaube, hier drüben ist sogar mein Bäumchen, ne? Ist das mein Bäumchen? Oder irgendwo da ist mein Bäumchen. Weiß nicht genau wo, aber ist auch egal. Oh mein Gott, blaue Kiste. Erstmal die Sachen weggesnackt. Ist das eine Schattenbombe? Nein, das ist eine Schildblase, aber die soll ich ja eh einsetzen. Und lädt es jetzt mein Schild auf, oder was tut das jetzt? Ich habe halt keine Ahnung, was das macht, ne? Oh, ich habe kein Dings mehr. Oh mein Gott, ich habe sie mit Schlagen erledigt. Es ist das. Oh, das ist peinlich. Das ist peinlich, aber ist okay. Aber was macht jetzt dieses Schildblase? Ich check diese Schildblase nicht. Naja, egal. Ich brauche Energie. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Weil mir geht's nicht so gut. Mir geht's gar nicht gut. So, welches ist jetzt... Ups. Welches ist jetzt die Schallgedämpfte? Die da. Das ist die Stachler. Okay, ich muss mit der kämpfen. So, hier...
Damn, da draußen wird ein bisschen geschossen. Oh, wir haben Kumo-Musik vergessen. Oh oh. Alles ein bisschen schlecht hier. Ist alles ein bisschen schlecht hier. Okay, das war jetzt ein bisschen gut sogar. Oh mein Gott, dass das geklappt hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wie solche Sachen klappen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie solche Sachen einfach funktionieren. Ey, es ist... Puh. Nein. So. Ey, es bringt mir alles nichts. Die kann man mitnehmen. Aber ich muss mit der kämpfen, das ist wichtig. Oh mein Gott, ja. Unbedingt rein damit. Okay. Da ist ein bisschen Munition noch. Da unten laufen sie rum. Ist das eine Scheiße? Yes. Gib mir das. Ach nee, die habe ich ja, aber die ist blau, die ist besser. Aber dann kann ich die wegwerfen. Ich brauche noch eine schallgedämpfte Schrot-Dings. Das brauche ich noch. Dachte kurz, das ist es, aber das ist es nicht. DMR, her damit. Hier waren die. Leider nichts zurückgelassen, was mir irgendwas gebracht hätte. Aber ist in Ordnung. Map. Technisch sind wir gut. Okay, sehr schön. Also mit Glück finden wir jetzt noch Dings, weißt du schon. Schallgedämpftes Schrot irgendwas. Oh, Säge ist auch gut. Säge nehme ich auch, so ist nicht. Hallo? Schüsse gesehen. Alles nicht schallgedämpft hier. Nee. Alles nett, aber nicht, was ich suche. Aber wir haben ja noch viel mehr Kisten. Okay, bessere DMR kann man ersetzen. Auf jeden Fall vernünftig. Dann ersetzen wir den Kollegen auch noch. So. Es wird einfach nicht besser. Wir finden auch diese Schattendinger nicht. Ich weiß nicht, wie ich an diese Schattendinger rankommen soll oder was das ist oder keine Ahnung. Muss ich leider gestehen.
Schalldämpfer, Sturmgewehr haben wir schon, ne? Nee, haben wir nicht. Aber ist auch gut. Da unten jetzt gerade zufällig jemand? Noch unterwegs? Nee, sieht nicht so aus. Okay, Schritte. Oh. Ich bin dead. Schade. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Ärgerlich. Okay. Es geht schleppend voran. So. Weiter in der Runde. Wir versuchen wieder uns einen Ort zu suchen, wo wir erstmal nicht so genervt werden. Ja, boah, es ist immer schwierig, ne? Wir gehen mal da an den Rand. Das ist eigentlich meistens, also da landen eigentlich die wenigsten. Da landen eigentlich wirklich die wenigsten, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Mal schauen, ob ich Glück habe. Sind hier irgendwelche mit mir? Nee, ne? Da drüben, aber das ist nicht so ganz hier. Gott. Passt doch. So. Dann kann man schon mal unser Schild trinken. Und haben schon mal eine schallgedämpfte Maschinenpistole gefunden. Das ist doch schon mal sehr schön. Munition noch. Okay. Da unten liegt schon Zeug rum, allerlei. Was ist denn da passiert? Komm ich da hin? Ungefährlicherweise. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Erst schon Schrotflinte, nice. Also nicht, wo ich jetzt kämpfen will, aber sie wäre gut, wenn für den Notfall. Auch Munition für die Maschinenpistole. Oh, nee, das ist... Okay. Also. Gucken wir noch kurz darüber zu der Munition. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch schadenstechnisch fehlt. Für Phase 2 von 5 fehlt noch um die 100, aber das geht ja dann immer weiter. Also da werde ich noch ordentlich kämpfen müssen. Schallgedämpfte Maschinenpistole... Sturmgewehre oder, okay, also Hauptsache Schallgedämpft. Das ist alles, worum es geht. Schildblase. Und ich habe noch keine Schattenbombe. Ich weiß nicht, was... Ich habe noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. So. Sägeblatt wäre noch... Ach ja, Sprinten mit Maschinenpistolen. Das heißt, das könnte ich kombinieren. 250 Schaden. Und das ist einfach nur, wenn ich einen Schrottriss habe oder Dings, sollte ich zu diesem Ort gehen. Okay. Dann versuchen wir jetzt doch mal. Einem Gegner nach dem Sprinten mit einer Maschinenpistole Schaden zuzufügen. Die gleichzeitig auch noch schallgedämpft ist. Was haltet ihr davon? Ich halte davon grundsätzlich sehr viel. Ich glaube, wir finden jetzt doch wieder niemanden. Blöd. Alles blöd hier.
In dem Haus war jetzt sicherlich einer drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Drüben war irgendwas. Nee, war nicht. Okay, krass. Ach, das ist wieder die Toilette, wo man geportet wird, ne? Auf die Insel mit den Kisten, genau. Finde ich ja auch ziemlich cool, muss ich gestehen. Schrottriss. Let's go. Und wir sind ganz gut in der Nähe. Da drüben... Da drüben ist einer. Wir sind ganz gut in der Nähe von dem Ort, wo ich den Schrottriss werfen soll. Deswegen würde ich jetzt fast versuchen... Und eine Boogie-Bombe. Okay, wir könnten beides mit einem Schlag machen. Passt auf. IO Außenposten. IO Luftschiff. Hier. Hier die Boogie-Bombe. Hier die Boogie-Bombe. Und da direkt danach die Dings. Ey, ich hoffe, das geht gut. Ich werde jetzt hier nicht gestresst von irgendjemandem. Das wäre jetzt halt schon geil, wenn das klappen würde. Weil dann sind diese albernen Missionen gleich wieder weg. Von denen ich nicht so der Fan bin. Nein, ich wollte den eigentlich konsumieren, aber ist in Ordnung. Da drüben muss ich die werfen. Sobald da IO Außenposten steht, werfe ich das Ding. Das ist der da oben. Komm schon, sag jetzt, dass ich hier bin. Oh nee. Hey, sagt er noch nicht, dass ich hier bin? Doch, hat gepasst. Okay, nice. Sehr schön. Schildblase. Gleich werfen. Zack. Weiß nach wie vor nicht, was sie tut, aber sie existiert halt. Ich lese das jetzt mal, was die macht. Ansehen. Er schafft eine große Blase, die Projektile und Explosionen abfängt. Ah, okay. Ach, in der Blase kann ich nicht getroffen werden. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Die Blase wird zum Schild. Okay. Jetzt muss ich noch den Schrottriss hier werfen. Okay, let's go. Oh Gott. Goku ist auch noch am Start. Schnell, schnell, schnell. Ich muss nur dahin laufen. Mehr will ich gar nicht tun. Oh, das wäre so gut, wenn das klappen würde. Ja, haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Sheesh. Da drüben geht's ab. Da hat jemand ein Sägeblatt. Ja, checken die mich nicht? Das ist aber auch neu hier, ne? Da waren wir auch noch nicht so richtig drin, als dass das so hier aufgebaut wurde. Wir waren sonst nur Ruinen vorher.
Der hat mich jetzt aber gesehen, oder? Mehr. Ich will halt Dings haben, auf jeden Fall. Ich will irgendwas. Ja, Schall gedämpft. Let's go. Ach, siehste Scheiße, ich muss doch Maschinenpistole mit Dings machen. Oh nee, habe ich wieder vergessen. Ich muss doch nach dem Rennen Schaden machen. Scheiße. Das hat nicht so gut funktioniert. Hat es geklappt jetzt mit dem, nach dem Rennen, nach dem Sprinten? 200 von 250. Okay, 50 noch. 50 noch. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Das haben wir nämlich dann fast schon fertig. Das haben wir nämlich dann fast schon fertig. Let's go. So. Okay. Am besten, wir finden gleich wieder eine Maschinenpistole. Na? Das wäre gut. Eine Maschinenpistole finden, die geschallgedämpft ist. Das wäre optimal. 50 Schaden nach dem Rennen muss ich noch machen und halt ansonsten Normalschaden mit dem Ding machen. Aber das wäre ganz gut. Hier sind andere auch noch unterwegs. Ich versuche mal jetzt schon zu dingsen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Weil ich glaube, bei dem Haus da drüben kommen nicht die Leute hin. Wenn ich, also wenn sie jetzt nicht alle mir hinterher fliegen. Ich glaube, dann haben wir hier schon erstmal Ruhe. Hoffe ich doch zumindest. Oh, erstmal hier. So, das war die vierte. Sehr schön. Na, der ist nicht wichtig. Also wir hätten was zum Verteidigen, notfalls. Aber besser wären andere Sachen. Wenn wir noch was finden würden. Okay, Maschinenpistole wäre es schon mal. Leider nicht die, die ich gerne hätte. Aber es wäre schon mal eine Maschinenpistole. Schallgedämpfte. Perfekt, her damit. Und dann ist da oben noch, ne? Ja. Ich weiß nicht, was diese Schattenbomben... So, ich... Ich finde diese Schattenbomben nicht. Ich weiß nicht, was ich da tun muss. Wie ich an die rankomme, so, keine Ahnung. Das ist was, was mich noch ein bisschen... Was mir noch ein bisschen Sorge bereitet, dass ich nicht weiß, was die sind und dass ich bisher keine gesehen habe. So, die scheinen eher selten zu sein oder die muss man auf spezielle Art und Weise bekommen. So, beides ist möglich. Ich weiß es halt nicht. Das ist so mein Problem. Okay, heißt es Spieler oder Gegner? Gegnern. Let's go. Hat das jetzt gezählt oder nicht? Ja, sehr gut. Sprintauftrag ist durch. Und das andere zählt dann auch hoch. Sehr, sehr schön. Wir sind auf Phase 3 von 5. Prima. Damit haben wir übrigens Woche 13 komplett abgeschlossen in einem Part. Das war deutlich angenehmer als alle anderen Sachen bisher. Deutlich angenehmer.
So, was ist jetzt diese dämliche Schattenbombe? Hab gehört, mit diesen Dingern kannst du von Wänden abspringen. Bleibe 10 Sekunden lang mit einer einzigen Schattenbombe von Schatten umhüllt. Wo kriege ich die her? Was ist das? So. Ich kenne Schatten. Als Item habe ich sie bisher, sind sie mir bisher nicht in die Hand gefallen. Schattenbombe. Was ist das? Hätte ich die schon... Also das weiß ich halt nicht. Hätte ich die schon finden können, war es bisher einfach Pech, dass ich die nicht gefunden habe. Oder sind die speziell? So wie so ein Kamehameha halt oder so, was man in diesen Dingern finden muss. Weil das ist eine Schockwellengranate. Das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. So eine Schattenbombe umhüllt mich ja scheinbar. In irgendeiner Form. Keine Ahnung, in welcher und wie und was. Weiß es nicht. Ist da ein Wolf? Okay. Wenn ich jetzt einen Schildriss hätte. Ah, wie schön das wäre, weil wir dann die andere Mission beenden können. Ja, chill doch mal. Ich meine, du darfst mich gerne verfolgen. Ich versuche nur den Schildriss zu finden, mit dem ich dich dann erledigen kann. Was hältst du davon? Schildsprinkler. Der sah so klein aus. Ich dachte erst nicht, dass das ein Schildsprinkler ist, aber war dann doch einer. Schildblase. Ah. Glühwürmchenglas. Aggressiv der einfach ist, ne? Ich finde keinen Schattenriss. Es ist doch... Oh shit. Das ist jetzt schlecht. Na gut. Okay, dann wisst ihr was? Lassen wir es bei dem Part. Mit dem, was wir gemacht haben. Wenn ich morgen oder so nochmal aufnehme, sollte ich den Rest vielleicht hinbekommen. Ich weiß halt noch nicht, was eine Schattenbombe ist. So, das ist das Einzige, wo ich mir sehr unschlüssig bin. Aber alles andere läuft. So, das hier ist halt nur Schaden machen. Einfach spielen und Schaden machen. So, kriegen wir hin. Kein Problem. Schattenbombe, weiß ich nicht. Gute Vibes geht auch in 3 Tagen weiter. Da muss ich halt aufpassen, es geht noch 4 Tage. Also da muss ich ein bisschen ranhalten. Das ist im Prinzip egal, wann wir das machen. Wir müssen es halt nur machen. Und den Sägeblattwerfer haben wir noch nicht. Also, fehlt nicht mehr viel. Alles easy. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.